Gute Arbeit mit diesen Banditen. Wer bist du und was willst du? Gut, du bist sauer wegen dem Rohr. Ich dachte, das hätte niemand überlebt. Aber du lebst, also helfe ich dir. Ich brauche keine Hilfe. Ich verschwinde von hier. Und wie? Du bist fremd hier und dein Schiff fliegt in diesem Zustand nirgendwo hin. Aber du hast Glück. Ich bin Mechanik. Und was wird mich der Spaß kosten? Naja, einiges für Ersatzteile. Aber Toshara ist ein toller Ort für Leute mit deinen Fähigkeiten. Es gibt diesen Pike-Unterboss namens Gorak. Sprich mit ihm. Und der gibt mir Arbeit. Verstehe. Nimm den Gleiter aus dem Schiff und fahr nach Miroganer Stadt. Wenn ich zurückkomme und mein Schiff ist ausgeschlachtet, finde ich dich, Wacker. Ich heiße Wacker. Finde ich dich, Wacker. Na schön. Schauen wir mal. Wow, schick.
Banditen? Ach, komm schon! Hallo. Nicht eifersüchtig werden, Nix. Du bist ja lieb.
Sag schon, Wacker, was springt für dich dabei raus? Ich glaube nicht an Wohltätigkeit. Wohltätigkeit? Weißt du, was das für ein Schätzchen ist? Eine EML 850. Komplett umgebaut. Und in den Loks habe ich sogar einen Namen gefunden. Die Bahnbrecher. Die Bahnbrecher. Und? Dieses Schiff ist etwas Besonderes. Ach egal, das verstehst du sowieso nicht. Besorg mir einfach neue Treibstoffinjektoren. Dann können wir wenigstens fliegen. Schon gut, schon gut. Ich überleg mir was. Das beurteile immer noch ich. Zeigen Sie her. Dabei gab es keine zivilen Opfer. Die Operation kann daher als uneingeschränkter Erfolg gewertet werden. Weisen Sie sich bitte mal aus. Oh, klar. Sicher. Sie sind Thoren Valarion? Das bin ich. Alles klar. Gehen Sie weiter. Zum Glück habe ich die gefälschte ID-Karte. Ja. Hier sind meine Dokumente. Alles in Ordnung? Du weißt ja, wie es ist, wenn überall die Syndikate lauern. Ich komme gerade so klar. Danopa Hilda, Jabbat Tuta Wajokya. Tuta Oscar. Es gibt was aufs Maul! Du versuchst doch, wenn das Imperium dich nicht kriegt, dann die Pfeife machen kann. Was glaubst du, wer von dir wirklich an? Hier hast du nichts zu suchen! Mein Fehler! Hey, du willst doch bei den Pikes mit. Hey, willst du Gorak treffen? Den Pike und der Boss? Ich habe eine Spezialeinladung in seine Privaträume. Sonst kommt man da nicht rein. Wäre das was? Ich mache dir ein Angebot. Ja, das wäre super. Oh, perfekt, danke. Viel Spaß da oben und grüß ihn von mir. Hey, ich muss mit Gorak reden. Du siehst nicht aus wie ein Pike. Und ohne Einladung kommst du nicht nach oben. Na, zum Glück habe ich das hier. Eine Spezialeinladung. Da hat dich jemand aufs Kreuz gelegt, Kleine. Spezialeinladung. Das war nur ein Test eurer Sicherheit. Gorak wird... vergiss es. Hey, nur für geladene Gäste. Das Bedienfeld macht immer Probleme. Und wir haben gerade erst den neuen Liftantrieb drin. Ärger mit der Technik?
falsch verdrahtet. Das wirkt sich sogar auf den Turbolift aus. Ach ja? Ich kann's mir mal ansehen, wenn du willst. In der Kantine zu Hause habe ich bei sowas auch immer geholfen. Ich kenne dich nicht, also nein. Du kennst mich nicht? Wir sind doch alte Bekannte, weißt du noch? Oh ja, stimmt. War mir kurz entfallen. Du kannst in den Wartungsraum gehen. Mach aber nichts kaputt. Sollte den Turbolift entriegeln. Na gut, dann also auf zu Gorak. Hey, du kannst da nicht rein. Sieht aus wie ein Unterboss. Das ist Gouverneur Tordens Stadt, nicht ihre. Schaff ihn raus! Und sag dem Gouverneur, es bleibt bei den Zahlungen. Dich kenne ich nicht. Was? Suchst du nie neue Freunde? Ich hab genug Freunde. Ja, aber dass ich mit dir rumhänge, ist kostenlos. Du bist witzig. Wacker schickt mich. Er sagte, du hast Arbeit? Das ist bedauerlich. Hey, warte! Was ist dein Problem? Schlau genug, um sich hereinzuschleichen? Dumm genug, Wacker zu erwähnen. Du kennst diese Welt nicht. Komm wieder, wenn du es tust. Völlige Zeitverschwendung! Guter Junge. Du bestiehlst deinen Pike, Unterboss. Erster Tag? Ganz ruhig. Ich bin Danker. Ich vermittle alle Aufträge auf diesem Mond. Bei uns gibt's keine Syndikate. Hey, das sind ganz normale Geschäfte. Mirugana ist was Besonderes, Kleine. Das Imperium lässt diese Kantina in Ruhe. Aber da draußen, da herrscht Krieg. Willst du überleben? Kenne die Drahtzieher. Siehst du? Die Pikes haben Einfluss. Dank Gorak. Tödlich. Politisch. Sie zahlen, um sich beim Imperium einzuschleimen. Dann Crimson Dawn. Die sind auf Goraks Reich scharf. Gerissen, gewieft. Nicht wie die Hutten. Bei denen weiß man immer, woran man ist. Hier draußen entscheidet dein Ruf über Leben und Tod. Apropos, ein Freund von mir hätte gern eine Kleinigkeit aus Goraks privater Basis. Ein paar Sachen, die er geheim halten will. Und wer bezahlt mich, um das Syndikat an der Spitze zu beklauen? Tut mir leid. Ja oder nein, mehr ist nicht drin. Sag ihm, Kay Vess ist dabei. Süß. Verzweifelt, aber süß.
Davis? Goraks Basis ist im Pike-Bezirk. Finde den Hintereingang. Hacke die Konsole in seinem Turm. Besorg dir die Datei SK01. Viel Glück. Wer? Moment, haben Sie mich angeheuert? Hallo? Okay. Und der Betrüger? Hallo, Vaka? Danke für die Hilfe. Ich wäre deinetwegen fast draufgegangen. Gorak erinnert sich wohl noch an mich. Sag mir nur, wo der Hintereingang zu seiner Festung ist. Im Pike-Bezirk. Dort warten zahllose Gelegenheiten. Aber wenn die Pikes dich nicht mögen, lassen sie dich nicht da rein. Ja, klingt einleuchtend. Ich lass mich einfach nicht sehen. Na gut, bin schon weg. Hey, du hattest recht. Die lassen mich nicht rein. Es gibt eine andere Möglichkeit. Einen Luftschacht um die Ecke. Aber Kay, wenn sie dich sehen... Ich weiß. Das wäre nicht gut. Mir wurde gesagt, dass du angekommen bist. Du kommst von der Terrasse im zweiten Stock aus rein. Von dort erreichst du dein Ziel. Na dann. Wie lange beobachtest du mich schon? Verstehe. Du dich noch an Pottrennen? Ich wünschte, die gäb's noch. Das war Adrenalin.
zum Angriff, Nix. Hol sie dir. Siehst du was? Fass!
Das sieht nach dem Eingang aus. Nix, das wird schon. Ja. So, wie kommen wir jetzt da hoch? Drück mal den Knopf. Ah, alles klar. Das sollte klappen. Was sollen wir hier tun, Nix? Hey, halt das mal offen. Nix, halt das mal für mich, ja? Braver Junge, Nix. Gehen wir. Alles gut bei dir, Kumpel? Nur noch ein paar Aufträge wie dieser, bevor wir den großen Wurf landen, okay?
Pikes müssen große Pläne haben. Und bestimmt eine Abmachung mit dem Imperium. Da ist der Turm. Aber diese Energiebarriere könnte ein Problem sein. Gut, Nix. Ab jetzt können wir Blaster benutzen. Wenn's sein muss. Ja,